I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss on holiday, but I can't stop staring at your face. Kurze Frage, bevor ihr anfangt. Hat's wehgetan, als ihr hingefahren seid? Als ihr vom Himmel gefallen seid? Die sehen aus wie Kinder gerade, ne? Gleich so? Nein. Egal, wir werden ja gleich anders aussehen. Okay. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das ist, glaube ich, das meistgefragteste Video momentan. Ein Get Ready With Me mit Sarah. Und ja, wir gehen gleich raus und dachten, wir filmen das einfach direkt mit für euch. Im Hintergrund ist der liebe Boris, also falls ihr Geräusche hört, es tut mir sehr leid. Das ist aber gerade nicht zu verhindern. Sorry! Und ja, wir fangen einfach mal an und zu schminken. Echt? Ja! Freust du dich? Ich find das ganz komisch. Warum? Ich weiß nicht. So ungewohnt jetzt. Ja, aber eigentlich schminken wir uns ja immer zusammen, wenn wir irgendwo rausgehen. Ja, aber dass du das filmst. Ach so. Und ich habe mich richtig lang nicht mehr geschminkt. Also so. Stimmt. Es kann ja nur schief laufen. Ich habe eine neue Foundation, das ist die Estee Lauder Double Wear. Ich habe die noch nie zuvor benutzt. Jetzt noch hässlicher. Und ich benutze immer sehr dunkles Make-up, das wisst ihr aber ja mittlerweile. Ja, um deinen Körper anzupassen. Ja. Ich habe im Gesicht nämlich keinen. Selbstbräuner. Ja. Boah, guck mich an. Ich benutze jetzt zum ersten Mal. Was hast du da? Barisch? Ja. Kannst du ganz viele Servietten bringen? Schaut euch das mal bitte an. Hast du meine Leben? Ich fange dann einfach schon mal an, ne? Ja, ist okay. Oh, die Foundation ist krank dunkel. Zeig mal. Dann kann ich die auch benutzen, oder? Ja, nimm. Boah, mich werden jetzt alle beleidigen. Ist die. Aber guck mal, es passt zu meinem Hals. Oder? Im Douglas sah das anders aus. Ist das meine Hautfarbe? Das ist dunkler als ich. Ich liebe es halt einfach dunkler. I'm so sorry. Ist das eine Foundation, die matt macht oder die. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wir werden es jetzt sehen. Boah, Alter. Ich habe einen braunen Fleck im Gesicht. Aber es wird noch besser, ich bin mir sicher. Kann ich mal probieren? Ja, viel Glück. Warte, ich will. Zeig mal. Ja. Oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ist das heller? Nein. Das stinkt. Das stinkt. Das riecht echt ein bisschen komisch. Okay, wie viel braucht. Ah! Oh! Ja. Ich weiß, ich werde heute scheiße aussehen. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ach, Maus. Ich hoffe, am Ende sieht es nicht so schlimm aus. Das ist heller als ich. Ist es nicht. Das ist einfach genau deine Farbe. Ja, und das mache ich nicht. Ich mache auch immer dunkler. Ich sehe doch hier, dass es heller ist. Was ist das? Ich mache keine Foundation. Guck mal, wie das aussieht bei mir. Egal, scheiß einfach drauf. Ich schwöre, ist mir egal. Aber auf meiner Stirn ist es brauner. Hä? Wann habe ich das jetzt mal meine Augen auf? Weißt du, gezupft? Guck mal hier. Ich sehe nichts. Guck dir mal meine an. Boah, ich muss die sogar jetzt nachzeichnen, damit. Kannst du mir noch was drauf tun? Ist mein Gesicht groß oder. Es reicht eigentlich. Ich hab's nirgendwo. Ich hab's nur hier drauf getan. Da, guck mal meine Hand. Das ist blöd, dass es kein Pumpen hat. Das ist total scheiße. Man kann Pumpen drauf machen lassen. Ja, ich weiß, aber das ist ja scheiße. Okay, was hast du für einen Augenbrauenstift? Brow Definer von. Wie heißt der? Anastasia. Aha. Wie lange hast du den eigentlich schon? Ich kauf den immer wieder neu. So, kann ich den mal ausprobieren? Mhm. Absolut hässlich. Was ist das? Ist das wegen dem Licht? Ja. Ach so. Aber ich finde es nicht hässlich. Ich finde es sehr schlimm. Ich schwöre, nein. Nein. Ist egal. Ganz ehrlich, Leute, es ist dunkel im Club. Eigentlich sollte es uns scheißegal sein. Und wir schminken uns ja auch für uns selbst. Ja. Not for any boys or something. Ich weiß ja nicht mal, wie der aussieht. Danke. Machen wir unsere Eyebrows. Ich schwöre, dass ich. Okay. Was wolltest du sagen? Ich glaube, das sieht noch schlimmer aus, weil du dieses kranke Licht da hast. Ja. Sieht das dann in der Kamera auch so schlimm aus? Nein. Was ist das? Der ist komplett leer, ne? Was weißt du? Ja. Guck mal, und das ist der Punkt, wo alles schief läuft. Wenn man
noch was auf der Hand hat und man es einfach drauf tut und dann sieht man immer cakiger und cakiger aus. Ganz ehrlich, wenn man betrunken ist, findet man sich eh immer schön, oder? Nee. Das kann in beide Richtungen gehen. Entweder du fühlst dich viel hässlicher oder viel schöner. Baby, wir sind in love, one love, yeah. Ich bin einfach ein dummer Furchtbrust. Was benutzen wir denn auf den Augen? Baby, wir sind in love, one love, yeah. It's made of bonita. Boah, ich mach so richtig sexy Eye-Make-up. So, dass jeder denkt, uff. Jeder sagt so, uff. Das sagen die doch auch so. Ja. Yeah. Geht man erst mit dem hellen Ton drüber oder mit dem dunklen? Obwohl, nein. Hell. Was meinst du? Auf den Augen. Scheiße, ich muss schnell machen. Ich weiß ja nicht mehr, was ich anziehe, sodass ich mein Make-up darauf anpassen kann, weißt du? Mach doch eh braun. Mach mal blau oder so. Weißt du noch, als ich einmal Lieder gemacht habe und das komplett bereut habe? Du hast dich den ganzen Abend hässlich gefühlt. War das in der Schweiz? Nee, da mochtest du es. Weißt du, woran ich merke, dass diese Foundation doch dunkel ist? Weil mein Concealer mir mittlerweile zu dunkel ist, aber er auf der Foundation heller aussieht. Ist doch gut, oder? Ja. Es gibt ja Menschen, die finden es besser, heller zu sein. Meine scheiß Augenringe gehen nicht weg. Meine Concealerfarbe ist einfach so wie meine eigentliche Make-up-Farbe, ne? Kann ich deinen Puder benutzen? Mhm. Leute, ich benutze immer das Laura Mercier Puder. Oder wie heißt das? Ja. Schon, ich habe mir das 4 oder 5 Mal nachgekauft und eins hält bei mir unnormal lang. Also das heißt, ich benutze das schon wirklich krass lange. Ich weiß nicht, von welcher Marke das ist. Ich habe das letztens bei Yassi benutzt. Das ist so krass gut. Das ist extrem gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das Flashback oder sowas hat. Aber bei mir, ich kriege immer unnormal die Falten unter den Augen. Und hier hatte ich das einfach nicht. Und das fühlt sich auch richtig weich an. Mhm. Also ich habe noch nie so ein gutes Puder benutzt. Und ich hatte immer Schwierigkeiten mit Setting Powder. Meine Wimpern sind auch von der Firma. Echt? Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Voll komisch. Steht nicht so ein richtiger Name drauf. Concealer ist der anstrengendste Part, weil es einfach nicht, weil meine Augenringe einfach nicht weggehen. Vielleicht sollst du mal ein Shape Tape oder so benutzen. Deiner ist zu hell. Kaufe ich mir aber. Das war ja die krasse Kombi. Ich habe dein Shape Tape und das hier benutzt. Das sah krass aus zusammen. Boah, ich wünschte, ich hätte größere Augen. Ich wünschte, ich hätte dickere Lippen, kleinere Nase. Ich sag den Rest nicht, weil sonst werde ich nicht immer. Ich will jetzt irgendwas Glitzerhaftes drauf machen. Soll ich das hier nehmen? Geil. Mach mal mit dem Finger. Muss man das jetzt einfach so auftragen? Ja, ich würde es mit dem Finger machen. Pass auf, dass es nicht unter dein Auge kommt. Ich habe eh noch keinen Concealer. Boah. Oh. Boah. Sieht das echt gut aus? Das ist unnormal schön. Ich habe, wenn du benutzen willst, auch die Huda Beauty Palette. Die hat auch schöne Farben. Das ist sehr dreckig, aber die hat auch schöne Farben. Das macht man lieber nicht. So, diese Setting Powder, very good, very nice. Fuck. I'm Barbie Girl. Ich habe voll die Mischhaut, also nicht wirklich trocken, nicht wirklich ölig, aber auf meinen Augenlidern bin ich extremst ölig immer. Juckt niemanden. Verdammt, so sein. So, jetzt brauche ich ganz viel. Weißt du wofür? Sieht man das nicht? Riech mal. Das riecht unnormal gut. Ich hasse das ja, wenn das auf die Klamotten geht, ne? Deine ganze Hand ist voll. Was ist mit mir? Ich bin gerade voll neben der Spur irgendwie. Mäuschen, was ist denn los? Boah. Jassi. So. Scheiße. Das ist doch extra so. Weil ich da immer voll die Falten habe und nur... Weißt du was? Egal, ich hab... Ich sag einfach gar nichts. Nice, so nice. Ich weiß gar nicht mehr. Augenbrauen. Wieso sieht es so trocken um meine Augenbrauen aus? Boah, sieht der Concealer jetzt hell aus. Welche Farbe ist das? Medium. Ich verstehe nicht die Leute, die die unteren Augen mit Lidschatten machen und dann Concealer. Ja, das verstehe ich ja auch nicht. Obwohl doch. Also, wenn man gut ist, kann man das wahrscheinlich, aber... Hier ganz offensichtlich nicht. Du brauchst unnormal laut Shisha. Ich kann das dann nicht einstellen, wie laut es ist. Ich weiß schon, wie das wird alles. Wie denn? Ich merke das immer schon beim Schminken. Scheiße. Also mein Aussehen, nicht der Abend. Imagination. Life is your creation. Hello Barbie, hello Barbie. Geht's dir gut? Nein. Ich sehe irgendwie so, der ist echt leer. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich ein... Ah, das habe ich vergessen. Ach, kann ich doch machen, oder? Ja.
Ich kann mir jetzt schon sagen, eine Sache werde ich nicht tun. Die wäre? Diese Sachen nach dem Video. Das mache ich nicht. Das ist mir auch immer am unangenehmsten. Boah, kennst du das, wenn du so Haare im Gesicht hast und das erst mit dem Make-up siehst? Ja, sieht man vorher irgendwie nie. Ich lieb's mich nicht mehr wiederzuerkennen, wenn ich geschminkt bin. Das ist einfach nur so eine bestkrankte Aussage. Fuck, sind die hässlich. Was denn? Meine Augenbrauen, die sehen nicht mal annähernd gleich aus. Weißt du, was asozial ist? Wenn du einen Pickel hast an der Stelle, wo du kontrollieren musst. Manchmal musst du das einfach von anderen Perspektiven sehen. Und fühlt sich besser. Warum bin ich eigentlich immer so schnell? Ist doch egal, oder? Ist es okay? Sei ehrlich. Soll ich was machen? Ich würde hier noch ein bisschen mehr. Oh. Damit sich das ausgleicht. Aber es fällt nicht auf. Scheiße, jetzt bin ich sauer. Jetzt wollen wir das erstmal fürs erste setten. Jetzt bin ich sauer. Wieso hält die zu? Danke. Egal, es ist dunkel. Riechst du deine Bürsten auch immer so? Nee. Das riecht irgendwie nach Zahnpasta. Ich habe noch nie so einen Stick benutzt. Boah, du bist echt mutig, dass du Sachen ausprobierst. Ist doch egal. Weißt du, was ich richtig oft gesehen habe, was Leute falsch machen? Genau da, wo die Kontur ist, machen die diesen Strich und dann zieht sich das nach unten. Du musst es ein bisschen über deiner Kontur machen. Und man sieht den Streifen. Zeig mal. Lass es einfach. Ich überlege gerade, was fehlt. Eigentlich fehlt alles. Come on, Barbie, let's go party. Oh, yeah. Okay, komm. Bobby Brown Stick. Ja, der soll echt gut sein, ne? Warum ist der so kaputt eigentlich? Kann ich deine Rückseite benutzen? Kannst du nicht deinen eigenen benutzen, du Ekelhafte? Ich hasse das, wenn jemand anders mit mir spricht. Ich bin das so ekelhaft. Das sieht einfach aus wie die Bottich. Wieso ist das so, dass ich das hier absetze und einmal drüber, das ist bei dir auch so? Ich kann mal schon gesettet haben. Oh, egal, einfach mit Bronzer drüber, oder? Es gibt jetzt einen neuen Duo-Kleber, der trocknet in 5 Sekunden. Okay, jetzt müssen wir alle beten. Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Hab ich? Mein Leben ist ein einziger Fehler. Yes. Nee, warte, ich habe wohl auch ein Problem. Sieht man das in der Kamera? Da sieht man gar nichts. Da sieht man schön aus. Oder warte, nimm das raus, am Ende sehe ich scheiße aus und ich sehe es. Was ist dein Problem? Ich sehe nicht mal eine Kontur. Kat Von D, totally. Das kann mir nicht mehr sagen. Wieso meine Kamera dreckig ist. Do you have something to do contouring with? Because I can't find my brush. Ah, here it is. Never mind. So, nehmen wir die dunkelste Farbe. Hier, ich habe meinen doch mitgenommen. Ach, da fällt mir gar keine Farbe mehr. Jetzt mal ehrlich. Yassi. Mhm. Kannst du uns ein Getränk machen? Ich habe gerade wirklich andere Probleme. Warum kannst du es nicht machen? Du bist der Gastgeber, du Kranke. Ich bin Gastgeber? Ja. Das ist auch deine Wohnung. Gar nicht wahr. Wusstest du, dass im Frühjahr, in China sehen, desto dunkler du bist, desto ärmer bist du. Echt jetzt? Ja, so sehen die das an. Genauso wie früher fand man ja, dickere Frauen waren, hat man eher dickere Frauen gesucht, weil das hieß, die hatten Wohlstand. Nee, was mache ich? Doch. Machst du Rouge? Ja. Dieses Licht verwirrt mich krass. Ich kann mich im Dunkleren besser schminken. Ich muss meinen eigenen benutzen. Hast du eine andere Farbe? Nee, aber der ist platter. Ich kann mit dem. Wie heißt deine Farbe? Work. Meine auch. Ave Marie. Sole mio. In meine scheiß Augen. Was ist denn da los? Wieso lässt. Ich habe den gerade in meiner Tasche gefunden. Den habe ich letztens gefunden. Der ist voll schön. Das ist ein Highlighter von MAC, der heißt Cheeky Bronze. Warte. Der ist extrem schön, willst du sehen? Oh. Wieso ist der so braun? Wie schreibt man nochmal depressiv? D-E-P-R-E-S-S-I-V. Danke. Kommt das in den Titel oder? Komm, mach dir doch ein bisschen bessere Laune. Ja, nee, wenn ich mich ansehe, kann ich jetzt auch nicht viel. Soll ich meine unteren Wimpern schwingen? Nein. Es endet jedes Mal gleich. Nein. Jedes Mal. Sag
sauer oder traurig, wenn du das gemacht hast? Nein. Ich nenne das, wie soll ich das nennen? How to look awful, how to look ugly, how to look depressed. Findest du ein besseres Wort? Komm, wir müssen bessere. Guck mal, es gibt so viele Leute, die sich das angucken, bevor die feiern gehen und so. Ja, ihr habt recht. Komm! Party Girls in a hip. In a hip. Egal. Ihr seid alle hübsch. Kennt ihr es, wenn eure beste Freundin sich nicht schön fühlt und ihr einfach aussehen wollt wie sie? Ja. Würdest du mich so im Club ansprechen? Ich spreche generell keine Frauen. Du hast ja schön, aber hell. Du bist so dunkel und den hellsten benutzen. Egal. Das sieht blau. Ich gehe da nochmal mit Bronzer rüber. Worüber redet man denn, wenn man wirklich so feiern will? Bei Alkohol? Nein! Ah. Weißt du, welches Lied ich letztens für mich wiederentdeckt habe? Welches? Tell me why, tell me nothing but a heartbreak. Tell me why. Weil ich sehe aus wie diese Engländerin, die. Von denen habe ich mir heute ganz viele Get Ready Videos angeguckt. Ich finde die so toll. Leute, ist das bei euch auch immer so, wenn ihr euch abends fertig macht, um rauszugehen? Und dann habt ihr hohe Schuhe an und dann vergesst ihr, dass eure Fußnägel nicht gemacht sind. Hast du gerade auch auf eine Antwort gewartet? Ja. Scheiße, Sache. Lass das. Ich habe keinen Nagellackentferner, ne? Echt? Warte mal. Gib mir mal die von Essence. Schnell! Oh ja, das sieht deckend da aus. Schnell ab. Oh ja. Ja, Junge, ja. Eine positive Sache am Tag. Also ich kann echt den Nagellack, den weißen von Essence weiterempfehlen. Der kostet auch nur 1,75. Guck mal von weitem. Was will ich denn so... Kannst du meinen Fuß nicht so anstarren? Ich hab den gar nicht angestarrt. Verrückte. Mhm. Soll ich auch weiß nehmen, Sarah? Ja, mach auch weiß. Wie viel haben wir eigentlich? Ich will es nicht wissen. Weil dann werde ich jetzt unter Druck gesetzt. Kann ich den für Lidschatten benutzen? Ja. Für dunklen? Sehr dunklen? Ja, ich mach's mit meinem Finger. Gib mal, als du nicht da warst, konnte man normale Gespräche mit ihm führen. Wo war ich? Im Bad. Ja, die Facette lasse ich leider sehr selten fallen. Ja? Ob du die Schnauze halten kannst, hat er gefragt. Ja, bestimmt, oder? Ich bleib jetzt einfach so und guck mich den ganzen Abend nicht an. Schade, dass du so lange. Wie verblendet das nicht? I am beautiful, no matter what they say. No words can bring me down, no. I am beautiful in every single way. Bin ich fertig? Gib mal dein Sleek-Ding. Jetzt guck mal. Das hab ich auch gemacht. Ja, aber guck mal. Okay. Was hast du für einen dunklen Lidschatten benutzt? Euer Ziel ist, solche Signs zu glitzern wie eine Disco-Kugel. Hiervon? Ja, den. Coco. Coco. Coco Chanel. Hast du einen Kajal zufällig? Ich möchte mich extra vorstellen. Manchmal sieht Kajal gut aus und manchmal nicht Katastrophe. Und ich möchte es heute wirklich bis zum Limit bringen. Bis zum Limit die Beine. Habe ich auch gerade, von daher. Bist du Risiken eingegangen? Mhm. Echt? Mir egal, das brauche ich nicht. Hast du einen Spitzer? Warum bin ich eigentlich so ein guter Mensch? Danke dir, echt super nett. Gerne. Ich überlege gerade, was ich anziehen soll, aber mir fällt nichts ein. Wir sollten nicht zu nah aneinander kommen. Hallo? Was? Bring mir kurz meine Tasche, es gibt einen Notfall. Es gibt Notfall, schnell. Warum ist Aluminium in unserer Kerze drin? Das ist, ein Schmuckstück.
Geh mal pissen, dann mach ich weg. Gott sei Dank. Hey, du geile Sau. Wo ist dein Setting Spray oder was du. Das hier? Mhm. Ist das wie von MAC das Ding? Oder ist das Setting Spray? Ich weiß nicht, was es ist. Kann man das ins Gesicht? Ja. Ich habe Angst. Mach. Oha. Weißt du wieso? Bitte lieber Gott, 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 bitte, bitte, bitte. Nein. Doch. Stift. Jesus, I love you. Gib mir mal den, den du mir gegeben hast. Manchmal sind wir experimentierfreudig und weinen. Oh, krass. Ne? Hm. Filosofia Pietro Trevinco, Frincento, Incenso, Enzo Ferrari, Giovanni dos Santos, Macruzzo. In der Zeit, wo du dich fertig machst, schau ich mal nach meinem Outfit. Ich weine gleich. Yossi. Was ist hier passiert? Kannst du uns jetzt Getränke machen? Ja. Genauso verliere ich immer. Hänger. Hm. Wer hat mich denn jetzt angerufen? Oh. Wie hast du da reingetan? So Leute, wir sind jetzt fertig mit allem. Wir haben uns umgezogen und sind fertig mit dem Schminken. Wir können jetzt losgehen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Tut uns leid, dass es so depressiv war. Ja, tut uns wirklich leid. Es geht uns momentan einfach nicht so gut. Genau, aber ja. Ich hoffe, es hat es trotzdem gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Adieu.